Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rage Run. Es ist der erste Freitag im Monat Juli und das heißt, es gibt für euch die Monatszusammenfassung meines Trainingsmonats Juni. Ihr wisst, was das bedeutet. Traditionell gibt es da immer eine kleine Zusammenfassung des letzten Monats, was ich gelaufen bin, wie viele Kilometer ich gelaufen bin, was gut war, was schlecht war. Und dieser Monat steht unter dem Motto Denkzettel. Denkzettel, kann man sich ja schon denken, irgendwas ist vielleicht nicht so richtig gut gelaufen. Summa summarum bin ich knapp 219 Kilometer gelaufen, was völlig im Soll ist. Mehr muss ich gar nicht unbedingt laufen. Ich hätte aber mehr laufen können, theoretisch. Und das hat auch was mit dem Denkzettel zu tun, dass der Denkzettel nämlich bei mir angekommen ist. Folgende Geschichte. Die erste Woche des Monats Juni war so, dass ich mich nicht so richtig fit gefühlt habe. Das hat schon Ende Mai angefangen und da habe ich dann direkt mal ein bisschen ausgesetzt. Die ersten beiden Tage des Junis waren Pausetage und damit nicht genug. Auch diese Woche, heute, haben wir nämlich noch erst den 29.06., also theoretisch wären noch zwei Trainingstage da, werde ich aussetzen, pausieren. Das heißt, ich hätte durchaus ein paar Kilometer mehr machen können, aber darauf kommt es nicht an, denn wir sind ja schlau. Laufen ist nicht alles und eine Pause tut ganz gut, weil ich tatsächlich diese Woche so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, die letzten drei Monate waren durchaus anstrengend. Ich bin ein ganz gutes Pensum gelaufen. Nach der Monatszusammenfassung Mai hatte ich schon so ein paar Kommentare. Da waren aber auch ganz schön qualitative Einheiten dabei in kurzen aufeinanderfolgenden Zeiträumen, was vielleicht nicht unbedingt das Schlauste ist, weil man dann früher oder später halt vor die Wand läuft. Und diesen Monat hatte ich hier und da das Gefühl, dass das passieren könnte und deshalb bin ich tatsächlich jetzt mal ein bisschen zurückgefahren. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich hoffentlich schon im Allgäu und da möchte ich möglichst fit sein, dass ich halt da schön ein paar Trails laufen kann, Berge rauf, Berge runter. Und deshalb habe ich jetzt die Woche komplett sausen lassen, mache eine Pausewoche und ich glaube, das tut meinem Körper auch ganz gut. Was hinzugekommen ist in diesen letzten Tagen, also jetzt speziell Ende des Monats, ist, dass ich, glaube ich, ein bisschen Allergie habe. Schlauerweise sitze ich hier halt auch direkt neben Gräsern, aber ich habe mir gerade eine Allergietablette genommen und die scheint zu wirken. Und hier in dieser Gegend gibt es den Eichenprozessionsspinner und ich habe tatsächlich auch ein bisschen das Gefühl, dass der mich so ein bisschen fertig macht. Also ich habe an sehr vielen Stellen an meinem Körper Ausschlag, ich will es gar nicht genauer beschreiben. Aber es ist definitiv so, dass das den Organismus auf jeden Fall beschäftigt. Und jetzt die letzten beiden Tage hatte ich einfach das Gefühl, okay, jetzt nehme ich mal einfach Tempo raus, mache keine Einheit, gut ist. Und ich bin genug gelaufen. Ich bin 219 Kilometer, wie gesagt, gelaufen. Die erste Woche habe ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen, mit 38 Kilometern. Dann habe ich eine Woche mit 62 Kilometern, mit 64 Kilometern und die letzte Woche war mit 55 Kilometern. Auch da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, okay, so ganz viel Luft ist jetzt gerade nicht mehr da. Insgesamt habe ich 5 qualitative Einheiten gemacht. Also das sind Einheiten, Intervall, Tempotraining auf der Laufbahn beziehungsweise Einheiten, die von meinem Trainer aus dem Verein halt vorgegeben waren und die sind zum größten Teil gut gelaufen. Es waren so 2-3 dabei, wo ich mich richtig gut gefühlt habe. Es waren aber auch 1-2 dabei. Okay, da habe ich mich jetzt so ein bisschen durchgequält. Genau, das war aber kein Problem. So. Dann schauen wir mal in die Wochen dann so ein bisschen genauer rein. Die erste Woche war relativ unspektakulär, aber man sieht an den Werten, dass mir da noch so ein bisschen was in den Knochen gesteckt hat. Herzfrequenz war relativ hoch, alles eigentlich im guten Bereich, aber dass man halt schon gesagt hat, okay, irgendwas war da. Und dann die nächste Woche, das war die 62 Kilometer Woche, da bin ich die Einheiten Dienstag und Sonntag gelaufen. Die Dienstagseinheit war eine Einheit 8x45 Sekunden, 2x90 Sekunden, jeweils mit 90 Sekunden Pause. Lief okay, war aber auch hart. Und dann die Sonntagseinheit, das war ein 5 Kilometer Tempotest.
Und das lief eigentlich richtig gut. Die Zeit ist 18 Minuten 11 Sekunden. Das ist eigentlich nur knapp über meiner persönlichen Bestzeit über 5 Kilometer. 3,38 im Schnitt. Ja, was nochmal so ein bisschen so eine Bestätigung dafür ist, dass die letzten 2,5 Monate auch gar nicht so schlecht waren, was ich da gelaufen bin, was ich da trainiert habe. Das ist schon mal ganz cool so als Rückmeldung. Dann kam die nächste Woche nochmal 2 Einheiten, die beide sehr gut liefen. Die bin ich dienstags und freitags gelaufen. Eine Einheit, weiß ich gar nicht so genau, was das war, die Dienstagseinheit war auf jeden Fall auf der Bahn. Und dann bin ich nochmal 12 Kilometer gelaufen mit dem Hund. Das war 10 mal 2 Minuten 45 Sekunden. Die Pause weiß ich nicht mehr so genau. Aber insgesamt bin ich dann 12 Kilometer gelaufen in 3,58er Schnitt. Ich hätte jetzt dann irgendwie gedacht, okay, das wird irgendwie ein 4,15er Schnitt oder so. Und das lief richtig, richtig gut. Ich hatte den Hund dabei, der danach auch richtig platt war. Dass der das mitgemacht hat, wundert mich sowieso. Ja, kleiner Einschub an dieser Stelle. Da musste ich nämlich an einen Podcast denken, den ich jetzt vor ein paar Tagen gehört habe, in dem es um Übertraining und Overreaching ging. Das ist ein amerikanischer Podcast vom Sportmediziner und einem Sportwissenschaftler. Und die haben so ein paar Merkmale erzählt oder aufgeführt, die dafür sprechen, dass man vielleicht in so ein Übertraining reinrutscht, dass man vor die Wand fährt. Und da musste ich tatsächlich dran denken, weil eines dieser Merkmale war das Superman-Feeling. Und dieses Superman-Feeling hatte ich so ein bisschen nach diesem Lauf, dieses Gefühl, dass man manchmal hat, boah, jetzt läuft's richtig gut, jetzt kann mich nichts aus der Bahn werfen, alles läuft so, wie ich mir das vorgestellt habe, das Training zahlt sich aus, jetzt kann ich aber mal richtig Gas geben. Und so ein bisschen so ein Gefühl hatte ich nach diesem Lauf. Und naja, man muss ja nicht direkt ins Übertraining rutschen, aber ein Denkzettel war das vielleicht schon. Gut, und dann haben wir die letzte Woche noch, da habe ich dann nur noch eine qualitative Einheit gemacht, nämlich einen Tempodauerlauf, 10 Kilometer mit einem 3,58er Schnitt. Da habe ich mich schon ziemlich gequält. Also das ist mir nicht so leicht gefallen. War aber auch okay. Sonst so eigentlich viele ruhige Einheiten insgesamt. Gute 80% nach dieser Analyse bei Runalyze im niedrigen Intensitätsbereich. Wir hatten da letzten Monat auch schon drüber gesprochen, ob das jetzt polarisiertes Training ist oder nicht. Da habt ihr mir auch viele, viele Rückmeldungen gegeben. Das war echt cool. Danke dafür. Da habe ich nochmal einiges mitnehmen können. Auch nochmal der Hinweis, dass man ja vielleicht nochmal eine Trainings- bzw. eine Leistungsdiagnostik macht, um wirklich seine Tempobereiche abzustimmen. Das werde ich vielleicht dann nochmal im nächsten oder übernächsten Monat, muss ich mal gucken, was zurzeit überhaupt möglich ist, werde ich das nochmal angehen. Gut, den Denkzettel habe ich verarbeitet. Ich werde jetzt die Woche nochmal ein bisschen ruhiger angehen, hoffe, dass ich dann richtig erholt dann halt in den Allgäu-Urlaub gehen kann und dann schauen wir mal, wie es in den Bergen läuft. Und dann erfahrt ihr mehr. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. So, gerade noch eingefallen auf dem Weg nach Hause, Frage für euch. Habt ihr schon mal einen Denkzettel verpasst bekommen beim Laufen? Und wenn ja, was für einen? Schreibt es in die Kommentare.